Hallo, ich bin die Franziska. Ich bin Schülerin des von Müller-Gymnasiums in Regensburg und besuche momentan die 11. Klasse. Ich zeige euch heute, wie Schule außerhalb des Klassenzimmers funktioniert. Jetzt heute beim Glasieren. Wir wollen jetzt noch ein paar von unseren Dosen glasieren, weil wir werden dann gleich den Ofen setzen und den dann anschüren. Deswegen brauchen wir die heute noch. Und dann ein bisschen tropfen lassen. Und dann wieder schön. Ja. Und an ein, zwei Stellen können wir ruhig immer versuchen, die Glasur ein bisschen dicker zu legen und einfach mal schauen, was passiert da. Diachronisches Lernen bringt Menschen zusammen. Auf der einen Seite sind die Schüler. Sie verlassen ihr Klassenzimmer und suchen das wirkliche Leben. Auf der anderen Seite sind Menschen, die in einer diachronischen Einrichtung leben. Bei den gemeinsamen Aktionen finden Begegnungen statt, die für beide Seiten interessant sind. Die Schüler lernen christliche Inhalte und Werte nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch kennen. Die Bewohner der diachronischen Einrichtung werden nicht als Außenseiter, sondern als Personen wahr und auch ernst genommen. Johann Hinrich Wichernhaus in Regensburg, unsere Einrichtung. Wir sind ein sozialtherapeutisches Wohnheim für psychisch kranke und behinderte Menschen. Wir geben hier im Haus 32 Bewohnern, Männer und Frauen, Erwachsenen, ein Zuhause. Und zusätzlich haben wir noch eine Tagesstruktur, das heißt, wir haben Werkstätten, eine Kreativwerkstatt, eine Metallwerkstatt, eine Holzwerkstatt, in denen unsere Bewohner, je nachdem, wie fit sie sind, was sie leisten wollen und was sie leisten können, dann eben arbeiten können. Das Miteinander zwischen den Schülern und Bewohnern erlebe ich als absolut bereichernd. Ich kenne unsere Bewohner, weiß, dass man hier manchmal wie auf einer Insel lebt und dann kommen Schüler, junge Menschen und man tauscht sich aus und am Anfang etwas zögerlich und dann immer mehr. Ich finde es fantastisch. Ich denke, für unsere Schüler ist Bildung viel, viel mehr als nur reiner Wissenserwerb. Hier geht es ums Herzensbildung. Hier lernen die Schüler, wie man miteinander umgehen kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, können wir von den Bewohnern ganz viel lernen. Die sind uns mit einer Offenheit begegnet. Das war wirklich nur schön zuzuschauen. Ja, will ich dir mal. Das kann nur nicht springen, hä? Natürlich haben wir hier was komplett anderes. Sie sind alle total offen und nett. Natürlich war am Anfang immer so eine peinliche Stille, als wir ganz am Anfang uns zum ersten Mal begegnet sind. Mittlerweile ist es komplett anders geworden. Mittlerweile reden wir über verschiedene Dinge. Minigolf, Schule, alles Mögliche, Urlaub. Das Projekt empfand ich als ziemlich auflockend im Gegensatz zu unserem Alltagsprogramm. Ich fand sehr besonders an dem ganzen Projekt, dass man sehr offen, dass alle sehr offen waren. Die ganze Gruppe war sehr familiär und man wurde so aufgenommen, wie man ist. Man musste sich nicht verstellen. Es ist wichtig, dass es solche Projekte gibt, weil wir können profitieren davon und die Schüler auch. Man bekommt zwar immer gesagt, dass man mit psychisch kranken Menschen genauso umgehen sollte wie mit allen anderen Menschen auch, aber erst hier habe ich gelernt, dass es wirklich nichts anderes ist und dass man sich ganz normal verhalten darf. Weil man aus nichts auch was machen kann. Und das kommt die Gruppe zusammen und wir helfen einwandfrei alle zusammen. Das Besondere an dem Projekt ist, dass beide Seiten was davon haben.
Die Bewohner freuen sich riesig, wenn wir kommen, und wir sehen einfach die Welt mit offeneren Augen. Im normalen Schulunterricht geht es oft nur ums Auswendiglernen. Beim diakonischen Lernen machen die Schüler dagegen praktische Erfahrungen. Diese bringen die Schüler zum Nachdenken und Fragen und helfen ihnen auch, das theoretisch Gelernte besser einzuordnen.